Hi Leute, der Nintendo Smash X, die wieder am Drücker mit einem, ja, etwas kurzem News-Video und, ja, es sind nur wenige News-Themen, aber ich denke mir, die sind doch schon so interessant, dass ich sie rausbringen sollte. Und verlieren wir auch keine Zeit, das erste Thema ist, ja, Pokémon, wie sollte es auch anders sein? Und zwar wurde angekündigt, dass der, ja, 19. Kinofilm von Pokémon hier bei uns im deutschen Raum ausgestrahlt wird. Der deutsche Titel lautet übrigens Pokémon, der Film Vulkanion und das mechanische Wunderwerk. Also in dem Film geht es ja um Vulkanion und das neue Pokémon aus der 7. Generation Magearna. Und ich habe mir den Film ehrlich gesagt schon auf YouTube angesehen. Allerdings in der japanischen Sprache. Und ein sehr interessanter Film, auch sieht auch richtig schön aus, was da so gezeigt wird, und ich bin gespannt, wie der Film so auf Deutsch sein wird. Aber das war noch nicht alles, denn es wurde ein Verteilungszeitraum genannt zu Vulkanion für Pokémon X, Y, Omega Rubin und Alpha Saphir. Und zwar wird das dieses Jahr im Oktober sein. Ein genauerer Zeitraum wurde jetzt nicht genannt, aber auf jeden Fall der Oktober, dort werden wir Vulkanion endlich erhalten können. Und zwar per Seriencode bei GameStop. Ja, für den einen oder anderen dürfte das jetzt wieder etwas negativ ausfallen, aber so ist es halt. Hier Nintendo und GameStop, die sind halt richtig gute Partner. Und die tun gern eben mal solche Verteilungen per Seriencode veranstalten. Das Vulkanion ist übrigens auf Level 70 und beherrscht die Attacken Dampfschwall, also sein Signature-Move, Flammenwurf, Hydropumpe und Explosion. Und trägt als Item sogar eine Offensivweste. Also, wir dürfen wirklich gespannt sein, wann genau Vulkanion im Oktober verteilt wird. Also ich freue mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Vulkanion ist das letzte Pokémon im nationalen Dex, was uns noch fehlt. Gut. Dann ein weiteres Thema, also besser gesagt zu einem Thema, was ich schon in dem letzten Pokémon Sonne und Mond News Video gebracht habe mit dem guten Keanu. Und zwar ist auf Amazon jetzt schon der Z-Ring vorbestellbar, also Nintendo bzw. Game Freak und Tomy, also die Spielzeugfirma Tomy, die bringen ja die ganzen Pokémon-Artikel raus. Die werden ja ein Merchandise mit rausbringen, den Z-Ring, um ein vierdimensionales Spielerlebnis zu Pokémon Sonne und Mond anzubieten. Dieser Z-Ring, ja, synchronisiert sich mit Sonne und Mond, so gesehen, und reagiert auf die Attacken der Pokémon mit Leuchten und Vibration, und hier steht sogar mit Hologrammen. Also wie ich das mit den Hologrammen verstehen soll, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich habe ihn mir schon vorbestellt. Und dieser Ring kann mehrere Z-Kristalle auf einmal tragen. Also quasi einen, der aktiv ist, und noch sechs weitere waren es, glaube ich, als Reserve. Also ihr könnt, glaube ich, bis zu 7 Z-Kristalle könnt ihr an einem Z-Ring anbringen. Also sehr, sehr, sehr geil, wie ich finde. Und ich glaube, wenn ich das hier so richtig lese, die übrigen Z-Kristalle sind separat erhältlich. Also die müsst ihr dann einzeln kaufen. Finde ich ein bisschen doof, aber naja. Die wollen halt auch ein bisschen Geld machen, ne? Und ja, wenn ihr diesen Z-Ring haben wollt, dann lasst euch besser nicht so viel Zeit, denn dieser Z-Ring, der wird bestimmt sehr, sehr, sehr schnell ausverkauft sein. Also, wenn ihr den unbedingt haben wollt, dann beeilt euch und bestellt ihn euch bei Amazon vor. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Dann noch ein etwas anderes Thema zum Thema Amiibo. denn Nintendo und Capcom haben 3 weitere Amiibo-Figuren zu Monster Hunter Stories angekündigt. Und das sind diese 3 hier. Shevel auf einem Rattian. Also ich hoffe, ich lese die Namen hier jetzt richtig, denn ich bin ein absoluter Monster Hunter Noob. Und dann haben wir hier als nächstes Ayuria auf einem Baryot. Oder Baryop, je nachdem wie man es ausspricht. Und Dan auf einem, oh mein Gott, auf einem Quirupeko. Oh Mann. Auf jeden Fall auch wieder alles sehr, sehr schöne Amiibo-Figuren. Haben einen richtig schönen Detailhalsgrad und auch wirklich schön mal Amiibo-Figuren zu haben.
bei denen die menschlichen Charaktere mehr auf dem Anime-Stil beruhen. Ja, und ganz klar, ich als Amiibo-Sammler möchte diese Amiibos haben. Also gibt es jetzt insgesamt schon 6 angekündigte Monster Hunter Story Amiibos. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir das Spiel holen soll, weil von optisch her sieht es schon interessant aus. Gut, das waren dann die kurzen Nintendo-News, aber dafür auch recht interessante, wie ich finde. Und ich hoffe, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Video auch wieder. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao.